Hi, ich bin Chris Schwarz und wir drehen heute die allererste Folge vom ungefragten Musikvideo mit Diffus. Und zwar für die Leoniden. Und es sind nicht nur die Leoniden, sondern es ist ein Feature-Song von den Leoniden mit Papst, die ebenfalls eine grandiose Band sind. Und das ganze Konzept hinter diesem Video, das könnt ihr alles noch nicht wissen, weil es die erste Folge ist, ist, dass die Band nicht weiß, was in diesem Video passiert. Sie wurden quasi nur gefragt, wollt ihr das ungefragte Musikvideo? Und die Auswahl war nur ja oder nein und mehr nicht. Und die Leoniden haben sich für ja entschieden. Jetzt haben der liebe Torben und ich und der perfekte Anthony Molina sich was Grandioses ausgedacht, wovon die Band nichts weiß. Die sitzen jetzt gerade noch im Sprinter nach Berlin und denken, die kommen hier dann halt irgendwo an und es ist ein fertiges Set und sie müssen da dann einfach dieses Video mitdrehen. So ist es aber nicht. Die Band wird sehr orientierungslos sein mit den Augenbinden und verschlossenen Ohren und sie haben nur meine Stimme auf ihren Ohren und ihren eigenen Song, den sie heute tausendmal hören müssen. Ich hoffe, dass niemandem schlecht wird. Wieso, werdet ihr auch noch sehen. Dass sich niemand übergeben muss und dass die Leute so lange auch Bock haben. Es kann ja auch sein, dass jemand nach 5 Minuten sagt von der Band, ey, den Scheiß mach ich nicht mit. Wir drehen ein Video. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nur, in Berlin bekommt 27 Grad. Wir wissen, dass unsere Freunde von Diffus mitplanen. Wir wissen, dass Chris Schwarz involviert ist. Aber mehr wissen wir nicht. Berlin. Hey, na? Du hier? Ja, wir starten gerade diesen wundervollen Bus aus, damit die Leoniden hier performen können. Die Band denkt noch, ihnen werden nur die Augen verbunden, damit sie nicht sehen, wie das Set aussieht. Und sie kriegen ihre Augenbinden nicht abgenommen und sehen quasi erst im Video dann, wie das hier aussieht. Ja, grüßt euch doch erstmal. Moin! Was denkt ihr denn, was passiert? Habt ihr eine Ahnung? Wilde Tiere? Auf jeden Fall was mit Kamelen? Wilde Tiere, safe. Jetzt mal Real Detective. Wir wissen, dass wir spielen. Wir wissen, dass ich live singe. Das heißt, irgendwas wird mich vielleicht vom Singen abhalten. Vielleicht eine Emotion. Vielleicht etwas Materielles. Was darf gar nicht passieren. Kettensäge. Kettensäge wäre scheiße. I'd rather die. Ja, dann mach auch. Ich weiß nicht, ich würde eine Badehose anziehen, wenn ich nass werden soll. Soll ich lieber eine Badehose anziehen? Nee. Ha! Oh, Ausschlussverfahren. Wir haben noch 3 Fragen oder so. Ihr hört nichts, seht nichts. Und dann fahr ich euch wohin. Okay, nice. 2 Stunden haben wir das auch? Ja, ihr kriegt das. Laber nicht. Ja, aber ich sehe schon jetzt nichts mehr. So. Genau so. Hey, weißt du was? Wenn man entführt wird, ne? Da muss man das auch so checken. Also Sekundenzahl, Links-Rechts-Kurven. Ihr werdet das Publikum sein mit den Kanus. Das heißt, wenn dieses Floß dort vor Anker geht, setzt ihr euch mit den Kanus einfach wie ein Publikum vor dieses Floß. Ihr müsst euch da so ein bisschen halten, aber an sich kommt dann dort nämlich auch einfach irgendwann die Band an, steht da oben, nachdem Erik von Papst, die lieberweise das Feature von diesem Song sind, dort auch ein bisschen gespielt hat. Den werde ich aber auch gleich nochmal briefen, der weiß noch gar nicht so viel dazu. Hallo zusammen! Hallo! Hier ist Chris! Hey, Chris! Ah, Chris. Sobald ihr diese In-Ears alle drin habt, dann kann es gut sein, dass da euer Song tatsächlich in Dauerschleife drauf läuft. Aber ich habe ein Mikrofon, mit dem ich mit euch sprechen kann. Oh, okay. Ich werde euch einfach währenddessen briefen, was jetzt als nächstes passiert. Ihr werdet es jetzt noch nicht erfahren. Und ihr dürft auch leider die Masken noch nicht abnehmen. Ich gehe extra wie so ein Storch. So. Immer ein kleines Stück Koks. Da, genau. Jakob! Herzlich willkommen. Ines, richtig? Komm den anderen nachziehen. Kopf runter! Okay, Kopf runter. Du darfst jetzt hier Platz nehmen. Ah. Oh, how horny ist das denn hier, ey? Und los geht's. But daddy come is you. I'm not. Wann geht die Party los? Wenn du wüsstest, wie nah du an der Party bist. Stupid piece of shit. Daddy come is you. Yeah. Boah, ich schwör, Chris, ey, du machst hier so die Überraschung aus dem ganzen Spaß. Okay, was zur Hölle? Was flog da auf mich drauf? Ach, das sollte so. Okay. Jakob, hä? War das ein Monster-Truck? Nein, es war ein Boot. Ein Boot? Ja, klar. Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Ich werde euch jetzt einen nach dem anderen einen Weg entlang führen. Die werden euch schon zeigen, wo ihr hin müsst. Nee, nicht, okay, ich mach nichts.
Wer bist du? Was geht, was geht? Weiß ja nicht mal, wie Chris aussieht, ne? Das nächste Mal, wenn ich den treffe, hau ich dem aufs Maul. I gotta die tonight, off! Tell me it, we messed it up. We are the freaks, we stay together. Halt's Maul, Jakob. Ah, oh, da hat mein Schuh. Meine Haupttheorie war vor Publikum, vielleicht so 15 Leute, die dann halt irgendwie Eier und Tomaten schmeißen oder so. Voll die geile Erfahrung einfach. Und unsere Homies vom Papst dann noch hier. Irgendwie hat mich dann so dem Braten ein bisschen gerochen mit, okay, wir spielen auf dem Boot und okay, wir spielen auf dem Boot, aber wir werden garantiert nicht alleine spielen. Da sind bestimmt Leute in Booten, die... Hast du wirklich gedacht, Leute? Ja. Mist, er hat schneid raus. Ey, ich wusste gar nichts, war komplett überrascht, übelst geflasht. Am besten war der Sound von meinem Keyboard. Ey, ich habe überhaupt eigentlich gar nicht gecheckt, was passiert so, weil ich hatte einfach die In-Ears, dann diese Mickey-Mäuse drüber und dann hörst du deinen Herzschlag, deinen eigenen Gedanken und dann ist es auf einmal so, okay, du bist auf dem Boot und da sind Leute und die hören jetzt so. Bis kurz vor dem Moment, als wir auf das große Boot gestiegen sind, dachte ich auch, wir werden einfach nur verarscht die ganze Zeit. Ich habe mich auf jeden Fall krank doll über die Leute gefreut. Also richtig, richtig viele, richtig gute Leute. Das war natürlich das perfekte Setting, wenn du einmal da schwenkst, denn siehst du ungefähr den perfekten Sonnenuntergang. Insofern genial. Ich hoffe, ihr seid schon mehr als gespannt, was ihr da die ganze Zeit durchgemacht habt. Wir zeigen euch jetzt mal das Video und sind gespannt auf eure Reaktionen. Keiner hat das Video bisher gesehen. Gib jetzt den Link hier einfach. Ja, komm, gib ihnen den Link. Mal in Klartext. Wir fahren jetzt gerade nach Berlin und drehen dort ein Video, dessen Konzept wir gar nicht kennen. Wir werden überrascht. I'm not worth it, just a useless piece of trash. It's pathetic, oh, I miss you. Alles richtig. I'm not worth it, just a stupid piece of shit. It's pathetic, oh, I miss you. Yeah. I do feel confused, at least this proves I'm alive. Ah, das Internet. Warte, ich schnell kurz. Wie knapp davor, dass JP einfach das Gefühl hat, mir wurden hier die Augen verbunden und dann tritt mir jemand in den Sack. Mega nice Video, danke Chris. Aber richtig so. Ich habe ja in die Kamera performt. Manche sind auch so, Chris, sag Jakob mal, er soll einfach nach rechts gucken. Gleich von Augenbinde zu Sonnenbrille. Sagen, der Moment, wo die Augenbinden abgingen, das war schon, der war hart, das war schon, ja, hart. So, das war das richtig hart. Ich hatte auf jeden Fall einen krassen Sonnenbrand ab hier so.
geil, ey. Arschgeil. Wie man einfach das einfach nicht gecheckt hat, dass die Sachen so sind, wie sie sind. So, nee, das allein das. Ja. Ich dachte, der saß dann im Pickup oder so. Ich auch, und dass das so, das so geblinkt hat und diese Dingsfolie. Glitzerfolie. Glitzerfolie, nichts gar nicht. Ich dachte auch die ganze Zeit, wir sind auf einem großen Feld irgendwie. Und krasse Drohnenaufnahmen. Das ja, ist diese sommerlichen. Ja, das ist really aus dem Lehrbuch mäßig geil. Sommervibe-Drohne, das sieht irgendwie aus wie. Weiß ich auch nicht. Zu hochwertig bei uns. Mach wieder 4:3. Mach 4:3 im Nachhinein. Das geht so zu cinematisch. Habt ihr euch auch zwischendurch mal den Gag überlegt, dass ihr einfach losrennt? Als ich euch abgeholt habe bei dem Sprinter, da seid ihr auch alle ja so orientierungslos so rumgeirrt. Aber das war halt einfach direkt an so einer Straße. Und dann ist auch einer von euch so einfach auf die Straße gelaufen. Und dann hab ich so, fuck. Und habt ihn wieder zurückgezogen. We are the freaks here. Könnt ihr sie sehen, die fünf? Ja, Mann, Leute, wann machen wir es nochmal? Bungee Jumping blind und so. Dreht dasselbe Video nochmal. Ich würde es nicht merken. Aber diesmal ohne Sprechen. Das ist komplett was anderes, glaube ich.